Unabhängiges Kontrollgremium. Wenn die Polizei prügelt, schaut der Staat oft weg. Leider ja. Anzeigen gegen Polizisten haben es schwer. Staatsanwaltschaften ermitteln oft nur schleppend, zuweilen sogar parteiisch. Die beschuldigten Beamten reagieren stereotyp mit Gegenanzeigen und den Aussagen der Polizisten wird in der Regel eine höhere Glaubwürdigkeit zuerkannt als denen der mutmaßlichen Opfer. Nötig ist daher ein unabhängiges Kontrollgremium, das die Beschwerden über Polizeigewalt unparteilich, unabhängig und umfassend nachgehen kann. Solche Kontrollinstanzen sind bereits erforderlich, zum Beispiel in Großbritannien, Portugal, ja warum auch nicht hier.